Fast jeden Tag lesen wir in den Medien von neuen Diäten oder über gute Ratschläge von teilweise selbsternannten Experten in Sachen richtige Ernährung. Denn auch wenn sich nicht viele unbedingt an solche Empfehlungen halten möchten, wollen doch alle wissen, was macht uns beim Essen krank und wie ernähre ich mich richtig, um gesund zu bleiben. Die Aufnahme von Nahrung ist eine zentrale Anforderung für die Lebensfähigkeit von Organismen. Dennoch hat die Wissenschaft das komplexe System des Stoffwechsels im Körper bis heute nur ansatzweise entschlüsselt. Bis vor kurzem waren epidemiologische Studien die wichtigste wissenschaftliche Methode des einschlägigen Erkenntnisgewinns. In ihrer modernen Form werden von Probanden nicht nur Fragebögen zu den Ernährungsgewohnheiten, Lebensweisen und Erkrankungen abgefragt, sondern diese inzwischen auch mit labortechnisch analysierten Blutproben oder gentechnisch sequenzierten Stuhlproben ergänzt. Der Experte spricht von sogenannten prospektiven Kohorten, wenn solche epidemiologischen Erhebungen nicht nur einmal durchgeführt werden, sondern die Daten von den Teilnehmern über längere Zeiträume hinweg mehrfach erfasst sind. Damit sollen auch Voraussagen über die Prädisposition von Krankheiten möglich werden. In der bis heute laufenden europaweiten Kohortenstudie EPIC beispielsweise wurden seit den 90er Jahren anfänglich mehr als 500.000 Studienteilnehmer in Abständen von 2 Jahren untersucht. Dabei sollen Korrelationen zwischen Ernährung und Krebs sowie anderen chronischen Erkrankungen epidemiologisch aufgeklärt werden. Im Moment ist eine ganz große Korrelations-Ära in diesem Feld und die Tatsache, dass es korrelativ ist, bedeutet, dass man eigentlich sehr wenig sagen kann. Wenn man jetzt mal anguckt, wie groß dieses Themenfeld ist, ist natürlich dieser Spagat zwischen wahnsinnig großen beschreibenden Humankohorten, aber das ist nun mal die Realität da draußen, und sehr stark hypothesengetriebenen, mechanistisch orientierten Modellsystemen, ist es ja ein Riesenspagat. Und entsprechend in der Klaviatur bewegt man sich. Entscheidend ist, welche Funktionalität hinter diesen Beschreibungen liegt. Ja, herauszufinden, wie interagiert tatsächlich auf mechanistischer Ebene ein komplexes mikrobielles Ökosystem, das durch Ernährung verändert wird, das durch Erkrankung verändert wird, das durch sonstige Umweltfaktoren verändert wird. Wie interagiert es jetzt mit einem krankheitssukzessiblen Menschen? Biochemiker, Immunologen und Mikrobiologen blicken also ganz anders auf das Thema Ernährung. Sie untersuchen die zugrunde liegenden molekularen Vorgänge im Darm und wollen die zellulären Wirkungsmechanismen des sogenannten Mikrobioms funktional ergründen. Eine Vielzahl von Mikroorganismen lebt symbiotisch in unserem Verdauungstrakt. Ein großer Kosmos in der Größenordnung von 10 hoch 13 solcher Bakterien ist inzwischen bekannt. Das Mikrobiom, früher als Darmflora bezeichnet, bildet sich erst im Frühstadium von Lebewesen heraus. Seine Zusammensetzung wird nicht über die Ernährung allein gesteuert. Alles, was Babys oral aufnehmen, nicht nur über die Nahrung, sondern auch über die Luft, trägt dazu bei. Bei Erwachsenen unterscheiden sich die Mikrobiome ebenfalls und verändern sich auch im Lauf des Lebens. Da sie durch unterschiedliche Ernährung stark geprägt sind, unterscheiden sie sich auch regional. Woher wir das alles wissen? Moderne Gensequenziermaschinen lesen heute in Stuhlproben dieses Metagenom aller darin enthaltenen Lebensformen aus. Geeignete Software erlaubt sogar statistische Aussagen, wie häufig die darin enthaltenen Bakterienarten vorkommen. Wieso aber, wollte ich vom Experten wissen, gibt es heute so unterschiedliche Zahlen in der Literatur über die Bakterien im menschlichen Darm? Also die Zahlen, die so kursieren, die beginnen also bei 150 Arten bis zu 10.000 Arten, je nachdem, wo man schaut und wie das im Einzelnen durchgeführt worden ist. Die hohen Zahlen, die man in der Literatur findet, die sind häufig darin begründet, dass nicht genau gesagt wird, dass sich diese Anzahl nicht auf ein Individuum bezieht, sondern häufig auf eine ganze Gruppe von Menschen, die untersucht worden sind. Und natürlich ist es so, da Menschen unterschiedliche Arten in ihrem Darm beherbergen, kann es dazu kommen, dass diese Zahl natürlich weiter ansteigt, je mehr Menschen untersucht werden. Wie viele Bakterien also trägt ein Individuum so in seinem Darm mit sich herum? Und sind alle gleich wichtig? Also wenn man sie auf ein Individuum bezieht, dann deckt man den größten Anteil der im Darm vorhandenen Bakterien so mit etwa 100 Arten ab. Das heißt, das sind dann Arten, die ungefähr einen Anteil haben von
1% oder mehr. Wenn man hingegen auch Arten dazu nimmt, die nur einen ganz, ganz kleinen Anteil ausmachen, sagen wir mal 0,01%, dann wächst die Anzahl natürlich. Aber man kann ja davon ausgehen, dass die Arten, die einen höheren Anteil haben, auch diejenigen sind, die bedeutsam sind in diesem Ökosystem. Von der Variabilität des menschlichen Mikrobioms haben Forscher inzwischen schon eine gute Vorstellung entwickelt. Doch die Einzelfunktionen der darin befindlichen Bakterien, wie auch ihr Zusammenspiel, stellen noch weitgehend eine Blackbox dar. Dennoch beginnt sich abzuzeichnen, dass die Mikroorganismen in unserem Darm kausal an der Entstehung chronischer Krankheiten wie Fettleibigkeit und Diabetes, ja sogar an multipler Sklerose und Autoimmunerkrankungen mit beteiligt sein können. Wir fragen uns immer, welchen Einfluss könnten denn diese Bakterien im Darm haben darauf, dass der Mensch oder das Tier adipös wird oder bestimmte Symptome des metabolischen Syndroms entwickelt. Nun, es gibt dort Beobachtungen, die an verschiedenen humanen Gruppen durchgeführt wurden, also zum einen zum Beispiel in Dänemark, in China, in Frankreich. Und man hat bei diesem Humanstudium auch solche Mikrobiomanalysen gemacht. Und hierbei hat man bestimmte Arten gefunden, die verstärkt waren bei den adipösen Menschen im Vergleich zu den Kontrollpersonen. Und einer von diesen Spezies ist Clostridium rhamnosum. Und weil das so war, haben wir uns mit diesem Clostridium rhamnosum etwas näher beschäftigt. Das ist also eigentlich ein normaler Darmbewohner. Und was wir beobachtet haben, wenn wir keimfreie Tiere mit einer Bakteriengemeinschaft aus 8 Spezies besiedeln, einschließlich Clostridium rhamnosum oder ausschließlich Clostridium rhamnosum, dann haben wir festgestellt, dass die Mäuse, die Clostridium rhamnosum enthielten, auf einer fettreichen Diät stärker an Gewicht zugenommen haben und auch an Körperfett, als die dieses Clostridium rhamnosum nicht enthielten. Die große Frage, die sich für uns natürlich stellt, ist, woran liegt es denn im Einzelnen, dass dieser Organismus oder die Anwesenheit dieses Organismus hier zu einer verstärkten Zunahme an Körperfett und Körpergewicht führt. Und eine der Erklärungen, die wir im Moment haben, ist die, dass verstärkt Fett aufgenommen werden kann in den Mäusen, die dieses Clostridium rhamnosum enthalten. Aber das erklärt natürlich immer noch nicht, wie es dazu kommt. Und das ist eine sehr schwierige Frage, wie wir festgestellt haben. Im Moment deutet vieles darauf hin, dass das möglicherweise daran liegt, dass dieses Clostridium rhamnosum dazu führt, dass entrochromaffine Zellen stärker proliferieren, dass sie vermehrt gebildet werden. Und diese bilden Serotonin und dieses Serotonin scheint also quasi die Ausbildung der Fetttransporter zu beeinflussen, also zu begünstigen. Und für wie gesichert hält der Wissenschaftler die Erkenntnis, dass unsere Bakterien im Darm sozusagen dick machen? Gäbe es auch eine andere Erklärung dafür? Es kann ja sein, dass die Veränderungen im Mikrobiom sekundärer Natur sind. Also dass sie gar nicht die Ursache für die Erkrankung sind, sondern dass umgekehrt die Erkrankung dazu führt, dass das Mikrobiom anders ist als beim Gesunden. Die junge Forschungsdisziplin ist in Aufbruchstimmung. Festzuhalten bleibt aber, dass unser Wissen um das mikrobakterielle Ökosystem noch viele Fragezeichen zeigt. Für den Grundlagenforscher Dirk Haller ist es daher das Gebot der Stunde, überhaupt keine spezifischen Ratschläge in Sachen gesunder Ernährung zu geben. Es ist ein sehr komplexes Themenfeld, Ernährung. Und richtig gute Erfahrung haben wir nur mit Mangel. Und den kann man ausgleichen, dann sieht man, was passiert. Überschuss ist extrem schwierig, weil es einfach Stoffwechsel assoziiert ist. Und diesen Stoffwechsel und die Nahrung per se auseinanderzudröseln, sehr schwierig. Und zwischendrin haben sie jetzt noch das Mikrobiom, ne? Eine Blackbox. Ich bin ja immer ganz brutal, ja, und das können manche auch nicht leiden. Ich gebe keine Ratschläge dazu. Wenn, dann muss man es anders formulieren. Da muss man sagen, ich als Wissenschaftler habe diese Hypothese. Und das mache ich. Und dann kann ich auch super damit leben, wenn diese Hypothese am Ende nicht stimmt. Dann habe ich das wenigstens falsifiziert. Eine derart radikale Sicht kann sich ein Grundlagenforscher durchaus leisten. Nicht hilfreich ist sie indessen für Ernährungsmediziner, die trotz des noch unvollkommenen Wissens kranken Menschen heute bei Ernährungsfragen helfen möchten. Auf eine kurze Formel gebracht heißt das: Die Ernährung ist für uns die Medizin. Das bedeutet, ich habe viele kranke Patienten, für die Ernährung elementar ist und nicht nur im präventiven Charakter
wo wir von gesunder oder nicht gesunder Ernährung sprechen. Wir haben hier Patienten mit Krebserkrankungen, mit leichten oder schweren Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wir haben übergewichtige, sprich adipöse Patienten. Also in diesem Bereich stellt die Ernährung Medizin dar. Jürda Gülzopf ist überzeugt, dass auch bei schweren Erkrankungen ein auf die Therapie abgestimmter Ernährungs- und Bewegungsplan nicht nur das Wohlbefinden der Patienten hebt, sondern sogar lebensverlängernd wirkt. Auch Muskelaufbau als Medizin. Wir haben ja gelernt, dass Muskelaufbau nicht nur wichtig ist für die körperliche Stabilität. Muskelmasse bedeutet auch antientzündlich. Heißt, wenn jemand im Krankheitsstadium Muskel aufbaut, das tut auch der Behandlung der Entzündung gut. Noch ist dies eine neue Behandlungsmethode, hervorgegangen aus interdisziplinärer Forschung. Den Menschen beispielsweise in der Krebstherapie als Ganzheit zu betrachten, ist immer noch nicht medizinischer Standard. Noch viel Überzeugungsarbeit ist dafür zu leisten. Ich denke, das ist vor allem in der Krebsbehandlung nicht so ganz einfach für alle anscheinend zu verstehen, weil sie das übel behandeln wollen. Aber sie sehen nicht ein, dass der restliche Körper, wenn man den nicht behandelt, und wenn der dahin geht, von der Tumortherapie auch nichts hat. Ne? Wir sind in den absoluten Anfängen, aber es zum Glück geht es jetzt in die richtige Richtung. Ich mache das ja schon seit 15 Jahren. Wenn man sich die letzten Jahre betrachtet, frustrierend, das war immer wieder zu sagen, wie wichtig das ist, die Ernährungstherapie. Aber jetzt in der Kombination mit der Bewegungstherapie haben wir Aufwind. Jetzt sehen wir, Mensch, Erfolge. Und ich glaube und hoffe, dass es in den nächsten Jahren sich immer mehr etablieren wird. Bei Zopf sind statistische Einschätzungen eine wichtige Stütze der Erkenntnis. Sie entstehen schon durch die große Zahl tausender Patienten, die hier im Universitätsklinikum in Erlangen behandelt werden. Allerdings werden solche Erkenntnisse mit labortechnischen Untersuchungen untermauert. Wenn der Patient, der bei uns Ernährung und Bewegungstherapie bekommen hat, nehmen wir ihm Blut ab, gucken, Mensch, wenn er Sport gemacht hat im Vergleich zu dem anderen, der keinen Sport gemacht hat, können wir zum Beispiel jetzt schon zeigen, der Patient, der Muskel aufgebaut hat, scheint Stoffe zu produzieren, die die Entzündung mitbekämpft. Das sehen wir zum Beispiel bei uns im Labor. Wir untersuchen eben diese Organoide, wir können Darmzellen kultivieren, die wachsen so richtig wie echt lebendes Darmgewebe, aber im Reagenzglas auf. Und wenn jemand zu mir sagt, Mensch, mich interessiert die Tomate im Vergleich zu Gluten, was macht mehr Entzündung, können wir das inkubieren und machen da diverse RNA-Analysen, schauen, ob die Entzündung hoch oder runtergefahren ist. Das ist so unser Bereich. So viel steht heute also fest. Der Darm, eine wichtige Steuereinheit für das menschliche Wohlbefinden. Glaubt man der Forschung, dann steigt die Bedeutung der wirkenden Mikroorganismen rund ums menschliche Gesundsein und die Entstehung von Krankheiten. Hart bewiesen ist das meiste indessen nicht, denn solche Aussagen fußen heute vorwiegend auf statistischen Korrelationen von Daten, auf Wahrscheinlichkeitsaussagen, nicht aber auf dem naturwissenschaftlich exakten Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen, das Biochemiker und Molekularbiologen zu finden hoffen. Es gibt unterschiedliche Muster. Und in einigen Fällen hat man sogar bestimmte Bakteriengruppen gefunden, die anders sind. Sagen wir mal bei der Adipositas, ich habe ja vorhin Clostridium rhamnosum angeführt, der erhöht vorkommt bei Erkrankten. Deswegen weiß man aber immer noch nicht genau, wie diese Organismen dann zum Krankheitstyp beitragen. Das ist ja das, wo wir noch sehr, sehr viel Arbeit investieren müssen, um hier einen Schritt weiterzukommen, hinauszugehen über Korrelationen zwischen Bakterienmuster auf der einen Seite und bestimmten Symptomen auf der anderen Seite. Soweit also die schlechte Nachricht. Doch es gibt ebenso eine gute. Und trotz unterschiedlicher Auffassungen im Detail wird sie von allen mit Ernährung befassten Experten unisono genannt. Und diese Botschaft ist sogar ziemlich einfach. Also epidemiologisch, wenn Sie sich einigermaßen schlank halten und sich bewegen, dann haben Sie ein 70% reduziertes Risiko, chronische Erkrankungen zu kriegen. Jeder will wissen, was ist gesund. Und keiner ist zufrieden mit der Aussage, ihr könnt es nicht sagen, aber wenn ihr euch bewegt und nicht fett werdet,